Dominik Schmidt schleppt seit rund 15 Jahren Autos im Rhein-Main-Gebiet ab. Der erste Auftrag heute kommt vom Ordnungsamt der Stadt Frankfurt. So, wir fahren jetzt für die Stadt Frankfurt mal raus. Die hat angerufen, haben wieder mal ein falsch geparktes Fahrzeug. Und dann gucken wir jetzt mal, was sie da so wieder für uns herumstehen haben. Ne? Aber dass sie heute schon morgen schon so früh sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber naja, lassen wir uns mal überraschen. Dominik Schmidt hat nur wenig Zeit, um rechtzeitig am Abschlepport anzukommen. In der Regel nicht länger wie 30 Minuten. Aber morgens im Berufsverkehr in Frankfurt ist das fast ein Ding der Unmöglichkeit. Also wenn das nicht hier gerade irgendwo um drei Ecken ist, wo man schnell da ist, ist es eigentlich 30 Minuten morgens hier Katastrophe in Frankfurt. Also wenn ich jetzt vor Ort bin, habe aber noch nichts getan, dann ist es immer noch eine Leerfahrt, obwohl ich da stehe. Es ist aber auf jeden Fall eine Leerfahrt. Ja, und deswegen schnell Bilder machen, Kralle dran und dann haben wir wenigstens schon mal eine Teilleistung. Ist zwar immer noch nicht wie eine Vollleistung, aber mehr wie eine Leerfahrt. Nicht nur die vielen Autos im Stadtverkehr hindern Dominik Schmidt am Vorankommen. Auch die engen, zugeparkten Straßen sind ein Problem. Alter, ist das eng. Das sind auch hier sowas. Parken wie, ja, ich sag jetzt mal lieber nichts. Dominik Schmidt muss ein Auto abschleppen, das im mobilen Halteverbot steht. Es verhindert eine Entrümpelung. Muss ich doch noch ein Stück stehen? Das war der Polizist, der hat gerade die Tür aufgemacht. Echt jetzt? Ja, ja, wir sind an die Tür dran gefahren. Oh, nee, ey. Oh Gott, oh Gott. Moin! Hä? Bei uns ist nichts. Ja, bei mir ist wahrscheinlich der Blinker kaputt gegangen. Ich habe auch nicht gesehen, dass du die Tür aufmachst. Hier. Hier. Könntest du mir einen Gefallen tun? Ja, klar. Kannst du vielleicht noch ein, zwei Meter vorfahren? Um die Stempel ausfahren zu können, braucht der Abschleppwagen mehr Platz. Mit den sogenannten Hebeschlups kann er bis zu 4 Tonnen anheben. Nach wenigen Minuten ist der Falschparker aufgeladen. Ja, ja. Dann noch viel Spaß. Gut, dann können wir. Ciao! Abschleppen aus mobilen Halteverboten gehört für Dominik Schmidt zum Tagesgeschäft. Am Wochenende ist es, finde ich, noch ein Stück schlimmer. Gerade morgens, weil ab dann gelten eigentlich die mobilen Halteverbote. Und die meisten, entweder wollen sie es nicht sehen oder sie können es nicht sehen oder wollen es nicht. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber was ich samstags oder sonntags morgens am mobilen Halteverboten schon abgeschleppt habe, das ist unbegreiflich. Aber es liegt halt aber auch ein Stück weit an der Parksituation hier in Frankfurt, weil ich glaube, wir haben mehr Autos wie Parkplätze und es werden auch irgendwie auch keine Parkplätze dazukommen. In Frankfurt sind 4 große Parkplätze für das Abladen von abgeschleppten Autos vorgesehen. Dominik Schmidt bringt das Auto zum Parkplatz eines Freibades. Dort können die Besitzer es später abholen.
Also die rufen ja dann bei der Polizei an, weil sie das Auto vermissen. Und dann kriegen sie gesagt, das Auto steht Brentanobad oder Park and Ride Parkplatz in Karlbach oder Darmstädter Landstraße, da gibt es auch noch einen Parkplatz, oder Eissporthalle. Das sind so diese vier Plätze, die wir anfahren. Hier ist doch ein schöner Platz. Hier stellen wir noch das Auto gerne hin. Wir kriegen das jetzt für alles per Post in den nächsten 14 Tagen zugeschickt. Mit Abschleppkosten, allen drum und dran, mit Strafzetteln. Und dann müssen die das halt überweisen. Wenn sie es halt nicht machen, geht da halt der Staatsapparat los. Wie überall halt üblich. Ansonsten, wie gesagt, nur auf ausdrückliche Anordnungen vom Straßenverkehrsamt dürfen wir die Autos zu uns mitnehmen. Falls Fahrzeuge wir geöffnet haben, die nicht mehr abschließbar sind, müssen sie zu uns. Fahrzeuge, die zum Beispiel abgeschleppt haben, wo jetzt vielleicht Flüssigkeiten vom Auto ausläuft, wie Kühlflüssigkeit, Benzin oder irgendwas, also an Betriebsstoffen ausläuft, die kommen zu uns auf dem Hof. Ja, aber ansonsten, so wie der jetzt, einfach aufladen, hier herstellen, das Prozedere, vier Fotos einmal machen und dann auf Wiedersehen. Weil ich möchte nicht für irgendwas verantwortlich gemacht werden, was mir überhaupt gar nicht war, weil das versuchen sie heutzutage sehr oft und sehr gerne. Ach, da ist ein Kratzer drin, das war der Abschleppdienst, obwohl wir es eigentlich gar nicht waren. Nur wenn wir halt keine Schadensdokumentation von dem Fahrzeug durchführen, sind wir leider die Deppen dabei. Für Dominik Schmidt ist der Fall damit abgeschlossen.